Batzox hier und willkommen zu einer oder zur ersten Folge von Versuche nicht zu lachen. Ja, ich gucke mir dein Video an und ja, sobald ich anfange zu lache, oh fuck, fail. Sobald ich anfange zu lache oder einmal lachen, werde ich mir auch eine Strafe überlegen. Ich werde es auch so machen für die erste Folge oder vielleicht zur ersten beiden Folgen werde ich noch keine Strafen machen. Was mir dann so ein Zettel mache, wo ich mir alles aufschreibe, was man so machen kann an Strafen. Außerdem geht es mir nicht so gut und dann wäre das dumm. Ja, dann würde ich sagen, geht's mit der Tagesschau verarsche. Hier ist das 350. deutsche Fernsehen mit der rechtsradikalen Schau. Heute im Studio Jan Obama. Guten Abend, meine Ausländer. Ich begrüße Sie zur Nazi-Schau. Nach den Angriffen der Türkei auf US-Präsident Mohammad Jafari hat die Deutsche Bahn mindestens 12 Menschen verletzt. Diese Summe müssen in den folgenden Jahren mindestens verdoppelt werden, sagte der bayerische Ministerpräsident Obama. Auch aus Berlin kommen Appelle an die Deutsche Bahn, den Friedensprozess mit der Türkei nicht fortzusetzen. Toiletten. Einzelheiten dazu nun nicht in der Wettervorhersage für morgen Montag, den 450.000. Juli. Das Zwischenhoch Andreas zieht nach Osten ab. Halt, stopp! Das bleibt alles so, wie es hier ist. Hey, was haben wir denn gemacht? Okay, Leute. Scheiße. Okay, jetzt ist schon vorbei. Das war schon eine Minute gerade mal. Und deswegen gucken wir uns nach einem kurzen Cut nochmal ein Video an. Bis gleich. So, Leute, dann nach einem kurzen Cut. Aber wir sind jetzt, geht's weiter mit dem zweiten und letzten Versuch. Also ich habe einmal gelacht, aber ich will mir noch einmal angucken. Hier ist das 54. deutsche Fernsehen mit der gleichen Schau. Okay, boah, jetzt schon mal nicht so gezeigt. Heute im Studio eine enthauptete Leiche. Guten Abend, meine islamistischen Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Konzentrationslagerschau. Die Verhandlungen zur Beilegung der griechischen Königin Elisabeth II. Sind vorerst gescheitert. Das teilte am Abend der hauptverdächtige Bundesinnenminister de Maizière in Brüssel mit. Vertreter der Regierung in Frankreich, Kuwait und Tunesien hätten sich nicht auf einen Angriff einigen können. Jetzt live aus der georgischen Hauptstadt Tiflis, Rolf-Dieter Krause. FIFA-Präsident Blatter steckt derzeit tief in Bernd Lucke. Blatter ist schneller gekommen als erwartet. Insgesamt waren 2.762.000 Menschen in Bernd Lucke. Nach mehreren Rückschlägen will die Bundesagentur für Arbeit ihren Kampf gegen die US-geführte Allianz verstärken. Auf einer Konferenz in der georgischen Hauptstadt Paris mit Vertretern aus mehr als 2.762.000 Staaten kündigte die vom Iran unterstützte Houthi-Miliz an, mehr Waffen an die vom Iran unterstützte Houthi-Miliz zu liefern. Ja, Leute, würde ich sagen, was ist mit der Aufnahme? Die ist das. Werden da lassen. Und wenn ihr noch eine Folge wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Und lasst ein Like dafür da. Bye!